aber du hörst alle anderen von diesen Auswahlmöglichkeiten hier. Aber die Aufgabe 2 ist hundsfies, weil da faken sie dich eben immer an. Wenn du es weißt, kein Problem. Wenn nicht, null Punkte. Passiert manchmal. Listening ist in der Abschlussprüfung nicht ganz schwierig. Trotzdem kannst du meistens noch mehr Punkte kriegen und wie, zeige ich dir jetzt. Leider nicht an der kompletten Abschlussprüfung, da die vom Urheberrecht meistens schwer zu bekommen sind. Ganze kannst du dir anschauen in manchen Starkheften, denen mit dem Listening. Dein Lehrer kann dir die im MEBIS runterladen, wenn du in Bayern bist. Und es gibt einige, die so ein bisschen frei verfügbar auf einigen Webseiten rumfliegen. Eine habe ich dir unten verlinkt. Bevor wir uns aber jetzt ganz genau anschauen, wie die Aufgaben ausschauen, schauen wir uns mal so grob an, was du da so tun musst. Es gibt 5 verschiedene Aufgabentypen, die meistens vorkommen. Das erste ist, dass du so grob den Zusammenhang brauchst und Begriffe zuordnest, Kernbegriffe. Das zweite ist, dass du ganz genau zuhörst und Satzenden zuordnest. Du merkst schon, dass der Unterschied so grob und ganz genau. Das nächste ist, dass du Fehler finden musst. Da hast du also einen Text, in dem 5 Fehler drin sind und du hörst halt, wie der vorgelesen wird, findest die Fehler. Kannst meistens auch ohne Text. Außerdem gibt es die Aufgabe Notizen machen. Da musst du dir ganz kurze Infos aus einem Hörtext rausglauben und die notieren. Längere Infos musst du in der nächsten Aufgabe machen. Inhalte zusammenfassen. Den Unterschied erkennst du schon. Beim einen ist es nur ein einzelnes Ding. Beim anderen musst du irgendwie mehr das runterkochen. Und wie kriegst du jetzt mehr Punkte? Das erste ist, arbeite wirklich diese ganzen 30 Minuten der Prüfung. Häufig sieht man, dass die selbst in der Abschlussprüfung einen Zettel kriegen und dann drin hängen. Mach das nicht. Wenn du den Zettel kriegst, lies dir das durch. Lies dir die Möglichkeiten durch, lies dir die Aufgaben durch, damit du weißt, was du tun musst und was du zuordnen kannst. Das zweite ist, achte ein bisschen auf die Reihenfolge. Die Dinger sind chronologisch. Das geht oben los und das, was oben kommt, kommt eher am Anfang. Hört sich logisch an, aber manche sagen, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ja, direkt drunter meistens. Lass dich auch nicht verunsichern. Das ist ganz wichtig. Es gibt einige Fallen, die da drin vorkommen. Wenn du so über so eine stolperst, dann brich nicht in Verzweiflung aus. Manchmal fangen wir an zu weinen. Mach einfach weiter. Wenn du einen Punkt nicht hast, okay. Aber es ist besser, einen nicht zu haben, als wegen dem einen durchzudrehen und dann 5 nicht zu haben. Und das nächste ist, hör genau zu. Selbst wenn ein bisschen Schmarrn vorkommt oder eine doofe Stimme, letztes Jahr war irgendwie ein Brite, ein junger Amerikaner, bescheuert. Aber wenn sowas passiert, lass dich scheiß drauf. Hör einfach zu. Nutze den zweiten Durchlauf. Das Ding wird dir zweimal vorgespielt. Wenn du schon alles hast, korrigier es nochmal. Ich weiß, es ist nervig, aber diese 30 Minuten deines Lebens hast du nur einmal. Und wenn die Leute dann wieder drin hängen und nicht zuhören und dann siehst wieder 3 Fehler, die es hätten verbessern können, ist das blöd. Also nutz den zweiten. Fangen wir jetzt bei Aufgabe 1 an. Und ich zeige dir einen Teil der Aufgabe und ich lese dir einen Teil der Aufgabe vor. Ich kann dir nicht die ganze Aufgabe vorlesen oder vorspielen wegen Copyright. Beim ersten geht es also um grob zuhören und Kernbegriffe zuordnen. 2013, glaube ich, war das, da ging es um Autos. Und du musstest also jetzt hier entscheiden, ob es jetzt hier um elektrische Autos geht oder um Luxusautos. Und du hörst zu dieser Auswahlmöglichkeit, Designed to transport in style, this car offers maximum comfort and all kinds of multimedia entertainment, hand assembly, only top quality materials, an interior that makes you feel as if you were in a 5-star hotel suite, yada yada. Es geht also um Luxus. Pass auf, kreuz nicht gleich Luxus an. Es kann auch sein, dass sie dich hier anfaken. This car offers maximum comfort while being electric. Machen sie hier nicht. Kann aber passieren. Und dann, also, hörst dir genau an. Ja, anfaken tun sie vor allem in Aufgabe 2. Die Aufgabenbeschreibung hier ist, you will hear a conversation between parents and their daughter. One ending to each of the following sentences is correct. War halt jemand einen Unfall gehabt. The accident. Und die ist diese Auswahlmöglichkeiten. Und du hörst dazu, Honey, what time will Katie be home? Oh, she should be here any minute. She took the car to drive Jimmy to the park and pick up something from the store. Siehst du, jetzt werden schon 2 Sachen angefaked. Public Park, Store. Okay, I was just a little worried. Man, what was that? The car. She's driven over the mailbox and hit a tree in the front yard. Next a fake, mailbox. The accident took place in front of the house, im front yard. Aber du hörst alle anderen von diesen Auswahlmöglichkeiten hier. Und das machen sie bei Aufgabe 2 in der Bayerischen Abschlussprüfung für Realschulen gerne. Also pass bei Aufgabe 2 wirklich auf und mach das Kreuz erst beim zweiten Mal anhören mit Füller. Beim ersten Mal kannst du es mit einem Bleistift machen. Aber die Aufgabe 2 ist hundsfies. Weil da faken sie dich eben immer an.
Wenn du es weißt, kein Problem. Wenn nicht, null Punkte. Passiert manchmal. Ist nervig, weil... Aufgabe 3 ist das Fehlerfinden. Du hast also einen Text und das liest dir jemand richtig vor. Ja, da brauchst du eigentlich nicht einmal wirklich den Hörtext. Das kannst du also auch so lösen. Ja, da geht es jetzt hier um Teenage Drivers und dass das... But that's precisely why the keen drivers... Nicht keen, sondern teen ist... Ja, hör trotzdem gut zu. Manchmal ist auch then und than drin als Vergleich mit a und solche Geschichten. Ja, kann man machen. Muss man sich ein bisschen konzentrieren. Aufgabe 4 ist wieder schwerer. Bei Aufgabe 4 musst du dir Notizen machen. Und bei Aufgabe 4 gibt es vor allem eine fiese Sache. In Aufgabe 4 kommt immer ein Name, eine Telefonnummer, eine Reservierungsnummer oder eine E-Mail vor. Dies ein Punkt. Ja? Wenn du die nicht hast, ist wurscht. Du hast 2 Chancen, das Ding zu kriegen. Du siehst es ja schon. Schau dir den Zettel an. Du siehst diese Lücke, wie ich sie dir hier zeige. Und wenn du diese Lücke siehst, dann weißt, ah ja, jetzt muss ich ganz genau zuhören. Ja, und wenn du nicht hast, ist auch nicht so schlimm. Bevor du dann wieder nicht mehr weiter zuhörst und durchdrehst. Das ist das, wo die meisten Leute dann anfangen, dass sie nicht mehr gescheit aufpassen. Ja, und hier sagt der Typ also, no problem, I'll reserve both vehicles for you until tomorrow evening. Your provisional reservation number is JWFY778/2011. Wenn du es nicht hast, ein Punkt. Lass dich nicht verrückt machen. Aufgabe 5 ist manchmal fieser, manchmal nicht. Hier musst du einfach Inhalte zusammenfassen. Give 2 reasons why being a taxi driver is a stressful job. Du hörst hier zum Beispiel, I totally agree, it's a really tough job, not physically, but mentally as well. The main reason is the amount of traffic, it's getting worse and worse. Also, first one, traffic. Dann kommt ein bisschen Leerlauf und danach kommt die zweite Antwort und die hört sich dann an. Well, the passengers that get into the back just want to get from A to B as quickly as possible. They say, I've got 15 minutes to get there. And straight away, you're under enormous pressure. Also, traffic jams, pressure from the... Mitfahrlings, Passengers. Jetzt haben wir alle Aufgaben gesehen. Wenn du dir 2 Sachen aus diesem Video mitnimmst, erstens, pass bitte bei Aufgabe 2 auf, die faken dich hier an. Mach das Kreuz erst mit Bleistift und ganz am Schluss dann mit Füller nochmal neu. Ja, und Aufgabe 4, da kommt irgendwas vor, was du buchstabieren musst. Lass dich nicht verrückt machen. Wenn du es nicht hast, ist ein Punkt. Der eine ist nicht so wild. Schlimmer, wenn du die anderen versagst. Ja, wenn dir das was gebracht hat, mach die ganzen YouTube-Sachen. Like, Comment, Sub. Hilft mir weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Abschlussprüfung. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Servus.